Ja, zuerst mal Glückwunsch von meiner Seite zu den 3 Punkten. Unterschätzt auf keinen Fall. Wir haben heute gegen einen Gegner gespielt, der uns in der Hinrunde schon geschlagen hat. Heute ist es wieder passiert. Wenn der Begriff Angstgegner für jemanden was anzufangen ist, dann vielleicht für uns, was Babelsberg anbelangt. Allerdings haben wir heute, glaube ich, mehr Angst vor der Pfeife des Schiedsrichters als vor dem Gegner. Aber das ist nur eine nicht so wichtige Randnotiz. Fakt ist, dass wir heute gegen eine Mannschaft gespielt haben, die vor allem in den langen Bällen und in den hohen Bällen einfach körperlich Übergewicht hat. Das wussten wir. Wir wollten den Gegner weit vom Tor weghalten. Das ist uns leider Gottes vor allem in den ersten 15 Minuten kaum gelungen. Viele Freistöße gegen uns und die logische Konsequenz war das 0-1 Elfmeter, der sicherlich so auch berechtigt war. Keine Frage zu geben war. Wir selber hatten relativ wenig Chancen, was natürlich auch daran liegt, dass wir eine Mannschaft sind, die viel über das Fußballische kommen. Das war hier, das hat glaube ich auch jeder gesehen, nicht so einfach heute auf diesem Grundverhältnissen. Babelsberg weiß davon sicherlich ein Lied zu sehen, die müssen da öfter spielen, haben auch ihr Spiel, glaube ich, dementsprechend auf diese Verhältnisse zugeschnitten. Und das war es natürlich dann auch für uns. Das war ganz schwer, dann noch zurückzukommen ins Spiel. Haben einfach versucht, dann auch über Standards vielleicht mal zum Torerfolg zu kommen. Ein-, zweimal sind wir durchgekommen, aber gefährlich wird es dann, wenn du das zweite bekommst. Und das war dann nach der Halbzeit der Fall. Und danach haben wir eigentlich dann nur mal versucht, ja, vielleicht noch mit einem Lucky Punch das 2-1 zu machen, dass wir noch mal zurückkommen ins Spiel. Wir haben ein paar Spieler, die gelb gefährdet sind, die habe ich dann auch noch rausgenommen, damit nicht der Schaden noch größer wird für uns. Enrico Valentini fehlt mit der 5. gelben im nächsten Spiel, tut mir natürlich weh. Trotzdem, die Punkte sind weg, die kriegen wir nicht mehr. Für Babelsberg heute ein ganz wichtiger Sieg. Glückwunsch nochmal von meiner Seite. War ein Big Point. Wir waren letztes Jahr auch im Abstiegskampf zu der Zeit und weiß, wie wichtig so ein Sieg dann ist. Für uns ist nicht so viel passiert, weil unsere Konkurrenz eigentlich alle Punkte gelassen hat. So haben wir heute eigentlich nur einen Punkt verloren auf die direkten Verfolger. Von daher heißt es aufstehen, die Punkte holen wir uns zurück am nächsten Samstag gegen Bremen 2. Danke sehr.